Hallihallöchen und herzlich willkommen zur Folge 164 von 1 Million Kilometer für den guten Zweck. Ja, und wir haben einen Kilometerstand von 61.026 Kilometer. So, wir schauen jetzt natürlich auch gleich weiter. Wie viel Kohle haben wir? 148.000, also das heißt, wir kriegen keine Garage. Und wir sind in Algier. Gut, dann schauen wir mal, wo führt es uns als nächstes hin. Wir haben den Eco-Mod drin. Oh, aber bloß eine kurze Strecke. Nee, dann nehmen wir den nicht. Ah, oh, was haben wir da? Da führt er uns hier hin. Den könnten wir auch nehmen, aber es sind 2000. Zaragoza, genau, nach Spanien. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ja, nee, jetzt schauen wir mal, was uns das mit der meisten Kohle gibt. Mal schauen, machen wir nicht Streckenlänge, sondern Preis absteigend. Dann kriegen wir zuerst den Preis, wo wir am meisten kriegen. So, 3.300 nach Zaragoza, den nehmen wir, denn wir müssen Geld verdienen. Genau, so. Dann locken wir uns das auch gleich ein und fahren los. Und zwar, es bringt nichts, dauernd mir Anfragen zu schicken. Darf ich mal mitfahren? Ich sag's jetzt hier nochmal, mitfahren kann jeder, der auch spendet. Also es haben sich schon sehr viele gemeldet, die was mal bei den Videos dabei sein wollen. Die wissen aber gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das bringt uns nicht weiter, wenn Leute dabei sind, die eigentlich gar nicht wissen, was ich hier genau vorhabe, für was ich das Ganze mache. Deswegen nehme ich Leute mit, die auch spenden. Es reicht 1 Euro. 1 Euro und ihr könnt dabei sein. Da geht es nicht um Hunderttausende von Euro, sondern ein einziger Euro für den guten Zweck. So, und das ist nämlich das Wichtige. Und deswegen hier nochmal, jeder darf mitfahren, der spendet. So, ich hoffe, das ist jetzt auch angekommen. So, was gibt es sonst Neues? Ja, 5. Mai rückt immer näher. Und jetzt haben wir schon wieder die Hälfte des Monats. Der 15. ist heute. Die Hälfte des Monats ist schon wieder gleich rum. Also ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht momentan wie im Flug. Aufruftechnisch ist momentan auch wieder viel, alles viel besser. Also Januar, Februar, März, das waren ja echt schlechte Monate. Das passt aber jetzt alles wieder. Also geht alles wieder gut nach oben. Auch Abozahlen gehen nach oben. Und nochmal, ich werde auf Twitch.tv nicht mehr streamen, sondern auf Hitbox. Denn da habe ich jetzt schon mehr Aufrufe wie bei Twitch, also mehr Zuschauer im Schnitt. Und es läuft einfach flüssiger. Ups, jetzt hätte ich sie fast über den Haufen gefahren. Ja, Barzi. Also ich sehe ja, genau, und dann kriege ich ja dauernd irgendwelche Anschreibungen wegen Barzi, wie beliebt das denn überhaupt ist. Also, ja. Der stille Pfeifer im Hintergrund. Ja. So, jetzt stopp, bleib stehen. So, dann schauen wir mal, nehmen wir die Fracht an. Und dann schauen wir mal, ob wir die heute schaffen. Auftrag annehmen. Ja, das ganz kurz nochmal, und also da mit Hitbox ist einfach auch schöner, es ist einfacher, es ist sogar liver. Also ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass es was gibt, was besser ist wie Twitch. Twitch, wenn ich da sende, dann kommt bei der Einstellung das oft erst 20, 30 Sekunden später bei euch an. Und bei Hitbox dauert es nicht mal 5 Sekunden. Da stelle ich eine Frage und schon habe ich eine Antwort. Also das heißt, es kommt wirklich relativ zeitnah und das ist wirklich der Hammer. Jups, scheiße, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Unfall. Ah doch, und da hat schon gekracht. Zweimal Unfall, gleich 2 Strafen, aber hallo. Ja! Was guckst du aus dem Käfig? Komm da raus. So, haben wir jetzt schon an der Fracht, haben wir noch nichts gut. Ja, und das ist natürlich dann eine schöne Sache, wenn es natürlich besser läuft. Die gleichen Einstellungen, die gleiche Internetleitung und es läuft besser. So, jetzt komm, gib du mal Gas.
schaffen, bis die da sind. So. Gut. Marseille, nein, Barcelona, genau, Barcelona müssen wir. Ich ja eh. Auf der Fähre, okay, passt ja eh. Ja, komm, laden wir ein bisschen schneller. Also die Hälfte ist eigentlich schon jetzt wegen Fährkosten weg. Von dem Geld, also man sieht, habt alter Schwede. So. Sind ja schon mal 4 Cent. Ups. Da wird's eng. Gut, so. 234 Kilometer. Müssen wir nochmal schaffen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Der Karre auf alle Fälle. Also ich mache jetzt im Fernfracht noch nichts rein, weil das einfach gute Kilometerangaben sind, die ich da jetzt habe im Moment. Wo man dann echt eine Fracht fertig abschließen kann. Da leveln wir jetzt erstmal alles andere hoch und just in time mache ich auch nichts rein. Ah, gut. So, Saragossa. Na, rot, schön. So, dann heißt mal kurz warten hier. Ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die nächsten Spendaktionen im Mai, am 5. Da sind jetzt alles soweit fertig. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Antwort von der Spenden, also von der Stiftung Herzkinder in Österreich, weil da kann man nämlich endlich loslegen mit Werbung und so weiter. LKW sehen wollen und das absegnen müssen, damit wir den benutzen dürfen, weil ja wir fremde Logos verwenden. Und der bleibt natürlich nach der Aktion auch drin im Game. So, jetzt da, Gummi. Blitzer interessieren mich nicht. Wenn wir hier kommen, mein Gott, zahlen wir die 2 Cent rein. Ich glaube, da oben haben wir schon welche. Nö, haben wir keine. Ach, jetzt müssen sie sowieso schon wieder runterbremsen. Also zumindest haben wir jetzt das Haus gekriegt mit den Bremsen. Straßen oder was? So, super, fahren wir mal blind drüber. Und hat geklappt. So. Ah ne, hier ist es dreispurig. Gut. So, da wollen wir mal. Wobei ich kann eigentlich trotzdem auch Fernfracht machen. Weil ist ja eh egal, wie lang die Strecken sind. Weil jetzt kann ich ja ewig schnell fahren. Das heißt, wenn ich dann natürlich eine bestimmte, wenn ich lange Frachten habe und schon auf der Autobahn steht, dann brauchen wir die Lieferung abholen und so weiter, kann man eigentlich gleich loslegen. So, 150. Wenn natürlich die 200 noch
knacken und das ist mit dem möglich, mit dem Truck, auf alle Fälle. Aber wenn man immer wieder abbremsen muss, dann ist das doof. Also leer auf alle Fälle. Leer war ich schon bei über 240, glaube ich, oder irgendwas. Nee, der macht schon voll, mit dem kann man wirklich Kilometer reisen. Ups, eins. Natürlich auch Strafen zusammenbringen. Aber das ist der Sinn und Zweck des Spiels. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch am Rahmen bin. Natürlich werden wir irgendwann wieder normal fahren. Mal wenn wir wieder andere LKW haben und so, aber der ist halt einfach cool. Und ist da. Ups, das ist mal hier dann runter. So, dann machen wir mal schon beim E-Brems, müssen wir schon kurz auf Pause. Dann mache ich noch schnell den Strich rein. Sie weiß, jetzt haben wir schon 3x2 Cent, sind schon 6 Cent. Ach nee, ne? Du bist auch lang. Eieiei. Ja, ich wollte ja schon lang GTA 5 rausbringen. Das auch noch mal ganz kurz am Rand. Funktioniert aber nicht. Irgendwie habe ich das Problem, ich starte das Spiel, also Spiel starten. Dann kommt Fenster auf, wo der Key drin steht. Dann geht ein Fenster auf, wenn ich dort drauf klicke, mit, wo ich auswählen kann, online oder offline spielen. Dann gehe ich auf offline spielen oder online spielen oder wie auch immer. Und dann auf Spiel starten. So, und was passiert? Nix. Es lädt kurz für 2-3 Sekunden und dann ist aus. Das ist echt doof. Also irgendwie habe ich da eine kaputte Version erwischt. Fand ich dann hier. So, 74 Kilometer noch. Boah, der pfeift ganz schön. So, dann sind wir jetzt eh schon gleich da. Gas, mal ein bisschen runterbremsen. Wir müssen jetzt dann eh bald runter von der Autobahn. Denke ich mal. Vielleicht kriegen wir den Grünen noch. Jawoll. Ups, da steht einer. Okay, jetzt müssen wir, ups, aufpassen. Die wollen jetzt bestimmt alle rüber. Aber wir sind jetzt eh gleich am Ziel. Haben wir gut in die Zeit reingebracht, finde ich. Saragossa! Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Saragossa, ja, ganz schön. In Spanien! So, was ist mit dir? Ich hoffe, du siehst mich. Ich zieh nämlich an dir jetzt vorbei. So, Saragossa, erster Aufenthalt. Scheiße, dass wir nicht genug Geld haben. Oh, Entschuldigung, scheiße, ich sag nicht. Nicht genügend Geld haben für die Garage, aber die holen wir uns alle noch, Stück für Stück.
Ja, komm, da kommt nix. Ah. So, wir fahren jetzt Scania-Händler. Da fahren wir jetzt dann eher auf eine schnellste Garage, zur Werkstatt. Weil wir müssen reparieren. Demnächst eh wieder ein neuer LKW, den habe ich schon ausgesucht. Ein Kennwort 100K oder K100. Jipsala! Und schon wieder ein Schaden. Toll, wieder zwei Sensoren. Sind wir bei 18 dieser Serie angekommen. So, Tee abgeben. Gute Arbeit, jawohl. Ja, toll. Also aufsteigen tun wir nicht. So, dann fahren wir noch schnell zur Werkstatt, reparieren den Schaden wieder weg. Und dann sind wir schon am Ende von dieser Folge. Ging ja ratzi fatzi batzi. Der schaukelt ganz schön auf, wenn der leer ist. Der geht ab, das ist schon mal, das ist schon bei 90. Jups. So, Scania-Händler haben wir. Scania, genau, Scania. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Kohle, weil Scania muss ich auch noch was kaufen. So, also diese Tour hat uns kein Geld eingebracht. So, dann fahren wir noch schnell dahin zum Pennen, weil ich mag ja nicht, dass wir... Ups, hoppala, hoppala, und schon wieder 2% drin. Alter Schwede, ja, der zählt aber nicht. So, obwohl doch, der zählt auch. Stimmt, so. Das heißt, wir haben wieder 10 Cent in dieser Folge und es ist Tag. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Kilometer haben wir geschafft? Jetzt haben wir 61.308. Also fast 300 Kilometer sind wir gefahren. Das ist natürlich ganz gut. So, 10 Cent wieder zusammengekommen. Ja, und wir sehen uns morgen wieder bei Folge 165. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hinfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.